So, hallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft Wrath of the Lich King Folge 182, müsste ja sein. Wir sind noch immer im Blutkessel, mal wieder. Und ömmeln hier rum. Hurra! Ach, die gehört gar nicht zu uns. Ist richtig, die gehört nicht zu uns. Eine Wachtel. Lass doch nicht mal die scheiß Wachteln drin. Ich brauche doch keine Wachtel. Mann. So. Na, komm her. Komm her. So. Jetzt zurückgespottelt den Kerl. Da die DDs zu retten. Also mich auch. So ein bisschen. Weil mit einem kriege ich schon noch ein kleines bisschen hin. Ja, also so für 5 Sekunden, 10 Sekunden kann ich sie schon halten. Ja, ich muss sagen, also der ist nicht schlecht. Der ist wirklich nicht schlecht. Ich meine, gut, Verstärker schaffe ich mal. War nie schlecht, was den Schaden anging. Aber es war nie mein Typ. Also ich konnte nie spielen. Ich habe es ein paar Mal versucht, Verstärker, aber ging nicht. Meiner war immer Elementarschamane oder eben dann die Herstellung. Das war meins. Mhm. Was sagt denn das hier? Das hier sagt 31% und wir haben immer noch boah, pff, hohoho, liebe Freunde. Ja, das ist... Und wir gehen nochmal 19.000 am Ende. Ja, jetzt habe ich mein Ding verbraten hier. Das ist das Problem hier. Die Eule hat zu früh AE gemacht. Das ist nicht gut. Dann haut nämlich dem Tank... hauen nämlich dann die Leute ab. Soll sie nicht machen. Soll lieber... Ja, lieber ein bisschen warten, bis der Tank alles im Griff hat. Man muss sich immer nach seinem Tank richten. Das ist wichtig. Denn der rettet dir den Arsch im Idealfall. Oh Gott, wie viele grüne Sachen haben wir denn hier wieder? Und schon wieder Wachteln. Und sind wir da drin, der Trichterwindeltau hier. Jetzt hören Sie mal auf. Siehste, der rennt gleich weiter zum Heiler. Komm mal her, du. So. Ich hau jetzt natürlich auf den, der mich haut, zuerst drauf. Die Bomben waren früher ein richtiges Problem hier, die Minen. Da musste man extrem aufpassen. Die haben sie wohl etwas abgeschwächt dann im Laufe der Patches. Ja, dass der, dass wir den noch mal müssen, ist klar. Dass der ist ja nicht mitgekommen. Ja, der hat uns am Essen gehindert, der Spacken. Gut. Ah, gibt dir alles EP, auch wenn sie grün sind. So, Marco, klar, macht doch nichts. Hat doch einen Schaden für solche Verhältnisse, für solche Dinge. Hoffe ich mal. Der Heiler leistet natürlich auch sein Ding. Der hat mir auch schon ein paar Mal den Allerwertesten gerettet. Muss man auch sagen. Kommt immer aufs Zusammenspiel der Leute. Gut. Dann probiere ich jetzt nochmal hier kurz Buffed Food einzuschmeißen. Ob er das hinhaut. Wieso wirkt das nicht? Wirklich? Spacht nicht mehr frisch dort. Da kommt schon die Action. Der
Der heilige Bimbam. Hätte man sich auch nennen können, passt aber nicht. Man muss die immer gleich looten, weil die verschwinden. Wenn die tot sind und der Boss kommt, dann verschwinden die. Wenn man die nicht gleich lootet, zumindest war es früher so. Da waren die aber Rubbeldikatz weg, egal ob da was drin war oder nicht. Achso, Moment. Er steht davor, 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 nicht dahinter. Ja, Handgelenke, achso. Ich hab noch 43 Handgelenke, what the fuck? Okay, da heißt eine Schwachstelle. Ich hab echt noch 43 Handgelenke, ja, supi. Riesentöterarmschienen. Warum habe ich noch 43 Handgelenke? Bin ich noch bei Trost? Ich kann doch selber schon bessere herstellen. Ich habe doch selber schon bessere hergestellt. Nur der guten alten Zeit hier. Guck mal. Wo sind sie denn? Na, wo sind sie denn? Halt! Platte! Gürtel, Stiefel, nein. Na gut, zumindest die Kettenarmschienen. Die Kettenarmschienen sind halt Schwerrüstung, aber. Naja, müssen wir mal gucken. Also 43 Armschienen, das ist ja nicht mehr schicklich. Schauen wir, was wir in Nordend so bekommen. Überall grünes Gelumpe drin, du. Und ich habe wieder keinen Platz. Weil ich wieder alles hier mit. Dönse voll ab. Gucken wir mal. Okay. Mal nachher erstmal die Taschen ausmisten. Die Quests dann abgeben mit den ganzen Quest-Items, die noch rumfahren. Ja, und nun? Komm, geh rein, Hans. So, und schön einmal rumgewischt. Ah. Da geht die Luzi steil. Was? Da? Ein Schurke wird doch nicht ein Schurke sein? Holla, hier, ho. Fuck me, ne? Hm? Fuck me. Nein. Du bist mir zu blondiert, Baby. Ich habe letztens eine gesehen, die war blondiert. Bei der sah es gut aus. Denn da war ein Teil blondiert, ein Teil schwarz. Das sah schick aus. Doch, sah schick aus. Also. Aber es gibt auch schlecht blondiert. Das gibt's auch. Das ist dann nicht schick. Nee, ist nicht schick. So, ich trinke mal was. Die Jungs haben das ja so im Griff. Jetzt kommt der Baba und mein Luft. Ja, okay. Ach, schon was Grünes. Immer was Grünes. Ist was Grünes. Ist gesund. Geht schnell. So, jetzt sind wir gleich durch. Alle sind zufrieden. Das ist halt, man muss auch mal was machen, was einem nichts bringt. Ignorante Welt. Ja, muss man auch mal machen. Was geht hier vor? Was habt ihr getan?
dem Felsen den Kopf werfen. Eine Lederweste. Nein. Brauche ich nicht, will ich nicht, mag ich nicht. So. Bye. Kann sich ja zumindest verabschieden. So. Okay. Hat da noch einer beigesagt? Nee, oh, ich. Ah, ich war auch schnell. Ah, sieh mal einer. So, jetzt aber. Gott, wir haben so viel Netherstoff schon wieder. Und Zeugs, was wir rausschicken müssen. Ich hätte es ja schon gerne gehabt. Wenn wir das alles. Aber wir haben genug abgeschlossen. Wir müssen mal ein paar Sachen abgeben, sonst. Sonst läuft unser Inventar ganz einfach über. Also es sieht schön genug aus mit fertig. Wir nehmen das Relikt von Oshgun. F6. Eine Frage der Sicherheit. Wir sind jetzt übrigens bei 43. Wir haben auch noch 19.000 bekommen für diesen Abschluss von Dungeon. Weil es ein Random Dungeon war. Von Dieben stehlen. Da können wir auch jederzeit wieder neue Kristallfragmente abgeben. Haben wir hier noch was? Nein. Ach so, ja, jetzt sind wir eher voller als davor. War toll. Gedacht euch, die Abgabe wir müssen. Ich schmeiß mal die Schattenhaut weg. Komm, wir können jederzeit neue Schattenhaut sammeln. Und die Somflor-Ranke schmeißen wir auch mal weg. Das ist. Okay, Obsidian-Kriegsperlen machen wir nachher. Den Huf vom Bachelor. Netherstoffverband könnten wir machen. Aber ich glaube, ich schicke das alles an Nordhexe. Wenn die irgendwann hier ihr Ding machen muss, dann braucht die Stoff. Ihr Schneiderzeug. Vorausgesetzt, ich ziehe sie irgendwann hoch. Das da noch, steht da noch in Stern. Praktisch wäre es schon, aber wer weiß das schon. Hier ist doch nicht der Bachelor. Der ist doch da hinten. Ah, hallo, ein Bergron. Der war doch sonst immer. Geh mal weg, du Vogel. Du sollst mich nicht verfolgen. Dahin. Warum ist der nicht da? Der war sonst immer in der Herde drin. Da ist es aber nicht. Gut, der war auch schon mal auf der anderen Seite. Schauen wir mal. Und die Quest mit dem hier hat ja nicht funktioniert. Die müssen wir dann nochmal abbrechen, nochmal annehmen wohl. Aber jetzt will ich erstmal das Böcklein finden. Da könnte auch sein. Böcklein, Böcklein. Da ist er doch. Siehst du? Oh, Moment. Ah, nein, ich bin nicht ganz voll. Boah. Na gut, probieren wir's. Wir probieren es auch, wenn wir nicht ganz voll sind. Ich fürchte, der wird uns immer wieder mal unterbrechen. Der Kasperkopf. Das können wir mit ihm auch machen. Naja, komm, den besiegen wir schon. Der zieht uns kein Mana ab oder irgendwas. Also, da kann er noch so sehr rummonken. Sein Arsch gehört uns. Ich heile mich vorausschauend, nicht erst, wenn es zu spät ist. Na komm, Uschi. Sehr schön. Xena hörte den Huf. Okay. Ja, ich weiß, Konstruktionslager inspizieren. Wir probieren es nochmal. Wir geben ihm noch eine Chance. Abbrechen. So. Hallo, Community der Horde. So. Schauen wir, ob es jetzt klappt.
flap, flap, flap. Ja, ein paar zum Abgeben haben wir noch. Sind wir schon bei 50? Nein. Wenn ein Feigling ist, können wir so abgeben. Na gut, tiefen Sumpf, klar. Gibt auch nochmal 25, ne? Ne, 22 und 22. Halar gehört uns auch. 5% mehr Schaden. Aber wir haben noch 13 Wächter. So, jetzt komm aber. Mach keinen Scheiß. Es klappt nicht. Leute, es klappt einfach nicht. Ach, jetzt? Na, du bist ja ein Kacker. Alter. Du bist ja ein Vogel. Dass ich erst mit dir reden muss. Na dann. Ich will das jetzt aber nicht. Ich will hier nicht. Ich mag das jetzt nicht. Das ist blöd. Ich mag das nicht. Ich habe doch angesagt, ich mag das nicht. Tüftler, Legionäre, Ingenieure. Das ist eigentlich für 3 geplant. Halt, nimm mich doch mit. Inf. Oh. Hi. So, ja, wenn die Elite-Dinger ist besser so. Das ist besser so. Ich dir mal kurz einen Arsch gerettet, ne, mein Freund. Donald Pump. Oh Gott. Wo wohnt der im Pumpspeicherkraft? Okay. Der letzte Wort. Demos. Der Hassmann. Er ist Günther Hassmann. Wie Mama. Sind die von Viacom Dios. Mama. Ist er denn? Also. Wir müssen hier auch die Ingenieure. Hallo? Die Ingenieure? Hallo? Die Ingenieure. Einmal rum oder was? Die Ringelpiez mit ohne anfassen. Ich musste vorher noch was essen und ich habe kein Mana mehr. Kapitän. Oh, wir haben schon wieder 20 Minuten fast voll, aber okay, das machen wir noch. Oh. Ja.
brauche noch einen dicken und zwei dünne. Ein dicker noch. Genau. Sehr schön. Ah, die Kanone müssen wir auch noch killen. Kann die plündern? Kann ich die plündern? Ich darf die plündern. Nee, darf ich nicht, weil mein Inventar voll ist. Was habe ich denn da drin schon wieder? Ja, komm, ich schmeiß mal die Stoßzähne weg. Spiel auf Zeit. Genau, die Meisterpläne. Und dann müssen wir, glaube ich, die Typen noch umlegen. Meisterpläne sind da hinten irgendwo beim Ingenieur. Beim Meisterplaner hier. Ich würde eigentlich schon noch ganz gerne den den Gruul da unten machen. Ne, den Dörn. Den Gruul, nicht den Dörn. Und die Arena. Ist Butana noch da? Nein. Schade. Dann müssen wir so ein Grübchen suchen. So. Okay. Ja. Will ich. Okay. Dann ab nach Schatt, oder? Oder nicht? Oder ja oder nein? Also die Folge dazu. Den Bachelor habe ich gerade gekillt. Und was habe ich nie angetippt? Was sind das? Rollen? Da oben. Kommt ihr mit oder kommt ihr nicht mit? Ja, wir fliegen aber von da aus dann nach Schatt. Die Reihe schon noch fertig. Oh, es hat uns viele, viele Punkte gegeben. Jetzt sind wir schon bei 52. 7% haben wir es gemacht. Durch die beiden Quests. Alter, ich muss so rausschicken. Ich werde jetzt erstmal kurz rausschicken. Was allein schon mal den Stoff. Also Arena will ich auf jeden Fall machen, weil die gibt's Arena gibt einen Arsch voll Dingens hier. Das geht raus, das geht raus, das geht raus, das und das. Das auch. So. Das geht raus, das geht raus, das. Die Dinger nicht, das auch, das sowieso. Das ebenfalls.
Okay. Gut, jetzt haben wir erstmal ein bisschen mehr Platz wieder im Inventar. Ruhm der Harder. Schott. Ein Bachelor, was sind Questsachen? Das ist zum Craften dann. Auch Questsache. Das ist zum Essen. Nochmal Quest. Nochmal Quest. Das ist zum Verkaufen. Nochmal Quest. Okay. Gut. Dann sind hier die Quest-Sachen. Wunderbar. Was sind die anderen? Da oben. Der Simsalabim, der war doch in der Gaststätte. Der war doch in der Gaststätte, wenn ich das noch richtig weiß. Oder? Ich glaube ja. Der Postmeister hat uns hier noch unser Ranzen voller hilfreicher Waren hinterhergeschickt. Oh, da haben wir noch ein Ausrufezeichen. Ja, was kriegst du an? Der ist hier drin. Der Simsalabim ist hier drin. So, Nase 1 ist da. Nase 2 kommt da, geflogen. Da ist Nase 2. Gut. Ach, das ist der Scheiß mit den Schulden. Pff, Alter. Anaria Schola. Der Tag der Abrechnung wird kommen. Was ist denn hier los? Ach ja, okay. Ne, wir brauchen aber noch mehr Schulden. Eine müsste hier unten irgendwo gewesen sein, glaube ich. Wo sind die Schulden? Ne, warte mal. Stopp mal. Der war da oben. Aber wo war der dritte? Ja. Wo war der dritte? Ich meine, den wusste ich noch, aber ich dachte, der andere wäre hier unten gewesen. Schreckensgiftbeutel.
sehr schön viel Zeug zum Ernten. Da ist er. Der dritte hat seine schönen Bogen. Ja. So. Der ist da unten. Der Vokal. Das ist ein Vogeltyp. Den wollte ich nämlich zuerst, aber naja. Quest Heinzels Freunde wollen ja. Dass man das der Reihe nach erledigt. Ach so, 31 Minuten. Ich werde jetzt mal kurz die Folge beenden. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.